erstaunlich, was die Fragmentation gebracht hat. Die Aufnahme läuft so flüssig im Moment. Also, NFSC jetzt auch richtig gut. Keine Schwankungen, der Framerate nicht, total geil. Also ich glaube, ich habe das Verkehrsschild letzte Runde erwischt, ich weiß nicht. Aber es ist jetzt ja eh die letzte Runde. Daher kann es dir ja egal sein. Nee, das ist was mit Kinders Haus. Das wäre auch sehr peinlich geworden, wenn ich dagegen gefahren wäre. Ah, Bus! Oh, wie gut, dass meine Lichter noch funktionieren. Wenn die ausgewählt wäre, hätte ich den Bus bestimmt nicht gesehen. Den habe ich nämlich echt im letzten Moment gesehen, den Zeitpunkt. So, jetzt bin ich in der letzten Runde. Ach, jetzt bist du zuerst, na gut. Ja, das musste sein, ich musste diesen Verkehrswagen wegrammen, der hat es einfach verdient. Und rinnen wir. Oh, nicht, warum hebst du jetzt ab, du Verstandesang? Hilfe, geh mir weg mit diesem Porsche. Der so scheiße. Obwohl der Porsche Bonus, der ist noch geil. Aber nicht dieser Porsche. Nee, der taugt nicht. Da gebe ich dir das. Vielleicht liegt das auch nur am Wetter, dass er das Wetter nicht mag. Nee, erinnert sich noch an die andere Strecke, das Chaos. Da war die Karre auch scheiße. Jo, kann sein. Ja. Die Strecke, wo wir uns den Berg hochgequält haben. Ach ja, stimmt, genau. Die Karre kann es nicht besser. Wie du den Berg nicht hochkommst. Das Problem hatte ich auch. 110 hochtuckern. Naja. Oh ja. Schöne Unreal Tournament Mucke kommt auch mal mit. Wie 110? Ja, dem Berg bei den... Ich tue bei hier eine 40. Seit 40? Was machst du denn da falsch? Also 110 sind durchaus drin. Dass die Bäume in Ruhe anliegen. Eben. Den Sand jetzt auch in Ruhe. Sehr schön. Da kommt irgendwas angefahren. Bei mir nicht. Nee, da ist ein Bus. Ein Bus ist bei dir da. Ja, dem muss ich jetzt leider mal geflitztlich links überholen. Beziehungsweise, der fährt auf der rechten, auf unten. Auf der anderen Spur muss ich den jetzt leider mal überholen. Und vergesst die Abkürzung nicht. Und rechts rein. Yeah. Geht doch. Na, das hat jetzt das Lack ein bisschen wehgetan. Und ab ins Ziel. Jo. Da warten wir nur noch auf... Push. Wo fährst du denn jetzt hin? Ja, ich sagen. Was ist denn da für eine Scheiße? Da wollte ich gar nicht hin.
Ja, so ein paar Macken hat es jetzt noch. Oh, bei mir ist gerade ein Mazda in meine Front gefahren. War aber voll reingebreddert, die Karre. Andi fährt natürlich den Umweg. Ja. Dafür habe ich wahrscheinlich am wenigsten Fahrzeugschaden. Kann ich nicht beurteilen. Noch weil, nicht. Weil das ist ja asynchron. Jo, bei mir war bei ihrem Bus im Weg und der hat jetzt kein Licht mehr. Ja genau, jetzt auf der Spur bleiben. Ach, schade. Da war schon weg der Verkehrwagen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Sieger. Und Screenshots. So, in der zweiten Runde ja, war ich genau am schnellsten. Na komm. Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine Top-10-Zeit gefahren. Hab und gemacht. Haben den Rundenrekord unterboten. So. Dann kommt die Viper nochmal dran. Ach, die Viper? Ja. Die ist auch nochmal am Start. R10. Genau. So. Oh ja, Rusty Springs. Ey, geil. Das ist die. Die ist so in etwa die. Das ist ja die Strecke, die ich umgebaut. Das ist ja eigentlich die Egyptian Rally. Die habe ich aber umgebaut, um das Original von NFS 1 wieder nahe zu bringen. Weil so wie sie eigentlich wirklich war. Ist zwar nicht ganz originalgetreu und ich habe auch den Berg ein bisschen tiefer gemacht am Ende. Da macht es noch ein bisschen mehr Fun. So, aber es kommt dem nahe, sagen wir es mal so. Rückwärts, spiegelverkehrt, Nachtfahrt ist hier auch wieder. Dafür ist kein Wetter. Und auch kein Fahrzeugschaden. Und auch kein Verkehr. So, rückwärts, spiegelverkehrt, Nachtfahrt haben wir. Viper haben wir, Rusty Springs haben wir. Dann sind wir fertig. Dann kann's losgehen. Die ist mich im Vergleich zu Egyptian Rally sehr gut fahrbar. 1, los! Wirst du nicht merken jetzt. Oh, achso, nee, ist ja eh kein Fahrzeugschaden. Da brauchst du mir ja keine Gedanken machen. Eigentlich nur mit sich da ist natürlich die Sichtweite nicht so klasse, weil wir jetzt Nachtfahrt haben. Aber eigentlich ist das Ding nur Vollgas geben. Solltet ihr eigentlich perfekt drauf zurechtkommen, weil die sind total easy. Irgendwo eine Abkürzung? Nein. Nee. Nur Vollgas geben.